Servus Freunde und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge des K-Mechanik Simulators. Wir werden heute hier unseren Dodge Daytona oder Dodge Charger Daytona mal ja, aufs Getriebe und auf die Bremsen, auf die Aufhängung fühlen. Denn dort hat er ein paar Wehwehchen. Aber bevor wir das machen, holen wir uns gleich mal den nächsten rein. Und zwar hier sogar einen richtigen Dodge Charger. Das wird dann unser Auto in der nächsten Folge werden, was wir uns ansehen werden. Aber wir fahren hier erstmal mit der Hebebühne ganz nach oben. Denn das meiste, was zu reparieren ist, ist sowieso auf der Unterseite des Fahrzeugs. Dementsprechend brauchen wir uns gar nicht mit der Oberseite lang beschäftigen. Wieder zurück hier bitte aufs Rad, danke sehr. Schauen wir mal, haben wir schon wieder was gefunden. Wir haben einmal hier die Bremsklötze gefunden, das ist sehr gut. Markierst du mir die jetzt bitte? Danke sehr. So, das Schalten macht noch Probleme und halt, obwohl der Motor auf die nötige Drehzahl kommt, beschleunigt der Wagen nicht. Ja, da hat es auch was beim Getriebe, also passt schon. Dementsprechend müssen wir jetzt hier wieder, können wir wieder zusammensetzen. Ich dürfte normalerweise solche Bremsscheiben haben. Bremsklötze habe ich gerade keine mehr, aber da kaufen wir schnell welche. Ist jetzt nicht das Problem. So, 10 Stück wieder gekauft. Ich glaube 65% reichen für den Wagen hier. Brauche ich denn für Mindestzustand? Mindestzustand der Bauteile 55%. Das ist also jetzt nicht das schlagende Kriterium. Demontieren mal den Anlasser hier. So, da haben wir schon wieder einiges dann wieder demontiert, beziehungsweise das längste Bauteil demontiert. Getriebeglocke kann ich dir jetzt schon mal sagen, brauchst du eine neue, Kollege. Sich auch, glaube ich, dann alles haben. Genau, Schaltgetriebe V8. Das markieren wir noch. Hier das Schwungrad, das hat es auch noch. Sehr gut. Dann hier rein ins Tablet. Dann brauche ich jetzt hier Schaltgetriebe. Dann brauche ich Schaltgetriebe V8. Teure Angelegenheit hier. V8 OHV, scheiße, sonst habe ich das falsche gekauft. Das ist nicht mal günstig, so ein blödes Schaltgetriebe. Das ist das OHV günstig gegenüber dem anderen, ja. Irgendwann brauche ich es eh mal, dann verpflanzen wir es. Sordalam. Kann ich schon mal hier die Bremsklötze abhaken? Dann hier das Schaltgetriebe abhaken. Hier die Kupplung komplett abhaken. Und brauche ich nur noch hier den Bremszylinder, Bremsbacken und Bremsdommel. Hoffentlich alles bei einer Bremse. Nee, wie ich es mir schon gedacht habe. So, dann haben wir alles gekauft. Jetzt müssen wir nur noch wieder zusammenbauen.
So, dann hier noch. Kommt der neue Zylinder rein. Neuen oder den neuen alten packen. Und hier der Zylinder doch auf der anderen Seite gefehlt. Scheiße nochmal. Ich habe jetzt nichts gesagt. Habt ihr nicht gehört? So, runter damit. So bringt auch mit einem Gewinn von 8000 ein. Dann machen wir den hier als nächstes. Einmal hoch mit dir. Was hast du für eine Leiden? Steuerkette V8 UHV, Wasserpumpen, Riemenscheibe, Wasserpumpe V8 UHV, Nockenwellenzahnrad V8 OHV und dann Luftfilter rund, 1 Vergaser, Kraftstofffilter und Ölfilter. So, das Ganze organisieren wir uns gleich mal hier. Beziehungsweise gehen wir so hin, jetzt probieren, dass wir mit dem Notizding da. Schauen wir einfach mal, markieren wir einfach mal alles. Machen wir hier auf. Gehen wir hier rein. Gehen wir mal. Nee, da wollte ich nicht hin. Dann hier auf Notizen. Zur Liste hinzufügen. Dann fügen wir hinzu. So, ich will hier aufs Not. Hä? Keine Ahnung, wie das mit den Notizen funktioniert. Egal, wir bauen einfach ganz normal aus. Wie sonst auch immer. Aber erstmal hier den Kühler weg. Kommen wir besser ran. Gute ist, hier muss man nicht allzu viel zerlegen, damit das man zu den nötigen Bauteilen kommt. So, da gehen wir gleich mal hier rein. Geben ein OHV. So, da, Nockenwellen, Zahnrad V8, OHV. Dann haben wir das hier für ein OHV. Dann brauchen wir noch die Wasserpumpe V8, OHV. Dann fahren wir hier runter zur Wasserpumpen-Riemenscheibe. Wasserpumpen Riemenscheibe, da haben wir es. Dann bauen wir noch den Ölfilter für den V8 OHV. Dann noch den Kraftstofffilter. Und jetzt den Luftfilter rund 1. Hier haben wir den Kraftstofffilter. Achso, den hätten wir glaube ich schon gehabt, egal. Dann den rund 1 Vergaser. Dann setzen wir das Ding wieder zusammen hier. So, die Wasserpumpe drauf oder die Wasserpumpenriemenscheibe drauf, so wollte ich sagen.
Hier einer der vielen Kraftstofffilter, die wir besitzen. Schrauben wir den runter. Den raus, dann kommt gleich wieder der neue rein. Klappe zu. Hoch ein zweiter, dann tauschen wir noch den Ölfilter. Dann ist der Kollege auch wieder abmarsch fertig. So ist nur eine kleine Provision, aber immerhin besser als gar nichts. Dann bewegen wir den mal auf den Hebebühne A. Unseren Charger auf die Hebebühne B. Können wir nämlich wieder neue Aufträge reinholen. So, erster Auftrag, dann zweiter Auftrag. Steht hier wieder ein bisschen was. Und was hat jetzt die nette Corvette hier? Währenddessen können wir die ja schon mal hochfahren. Können wir wieder einlagern, was soweit nicht zu 100% unseren Vorstellungen entspricht und was repariert gehört. So, Einspritzsteuerung, sowas gibt es auch, wusste ich auch nicht. Blattfeder würde ich sagen, wir haben uns auch mal, können wir auf jeden Fall brauchen. Da ist der Zustand ein bisschen zu gering für sowas. Schaltgetriebe R4, nein, Abgaskümmer R4 Turbo würde ich sogar lassen mit dem Zustand. Spiegel weg. Wie gesagt, das versuchen wir alles zu reparieren. Klammertyp B lagern wir auch mal ein. Ganzes Kupplungszeug lagern wir auch ein. So, dann haben wir wieder alles eingelagert, was wir gerade so nicht brauchen. Schauen wir mal, was hat der Kollege jetzt? So. Ich höre Lärm beim Beschleunigen. Zwei davon sind schon wieder mal repariert. Das Schalten ist mühselig. Passt. Entsprechend fahren wir gleich mal hoch mit dir, weil du hast was am Getriebe. Jeder Krümmer sieht nicht gut aus und der hier auch nicht. Also da kaufen wir gleich mal wieder zwei neue Krümmer für einen V8. Wo haben wir die denn hier? Abgaskrümmer V8, zwei Stück, 160 Tacken, her damit. Ansonsten müssen wir jetzt hier noch bei dir die Antriebshöhle mal rausnehmen. Schaltgetriebe bräuchtest du nicht zufälligerweise eins, ich habe eins rumliegen. So, jetzt schauen wir mal hier. Genau, Schwungrad, dann Kupplungsdruckplatte, Kupplungsscheibe und Kupplungsdrucklager. Das Ganze kauft man wieder, also das Übliche. Ist aber auch nicht gerade günstig, das Übliche, was hier Kupplung angeht. Hier haben wir das Ganze gleich wieder. So, dann den Anlasser rein.
So. Dann runter damit, dann tauschen wir noch ja, hier die Abgaskrümmer. Bin in der Motorkammer, mein Freund. Und so, aber ich muss den Motor anvisieren. Wobei, komm, montieren wir gleich hier einen neuen. Dann hier einmal demontieren. So, dann ist er wieder fertig. Auftrag beenden, gibt auch wieder schön Geld. Dann holen wir uns gleich mal den nächsten hier auf die Bühne. Wie gesagt, den Charger, der bleibt für nächstes Mal über. Also, wer den sehen will, muss das nächste Mal wieder einschalten. Ich weiß, ist zwar jetzt ein bisschen fies. Ich habe dieses Auto vom Händler gekauft. Es war nicht gerade billig, aber dafür angeblich ein gutes Angebot. Das einzige Problem ist die Gangschaltung, die recht schwer geht. Manchmal klopft auch was auf der linken Seite, auf der rechten eigentlich auch. Okay, prüfen Sie bitte den allgemeinen Zustand des Wagens und reparieren Sie, was repariert werden muss. Wenngleich der Autohändler versichert, dass das alles fast wie neu ist. Also das bezweifle ich eher. Deswegen gehen wir gleich mal hier wieder raus. Und zwar auf die Teststrecke mit dem Royal Crown. Und schauen wir gleich mal an, wie es dem so auf der Teststrecke geht. Also beschleunigen ist halt mal nicht so der Hammer. Also das Schalten, da merkt man, dass die Kupplung auf jeden Fall was hat. Also nach dem Schalten verliert man immer extremste Drehzahl, also das ist, glaube ich, relativ eine Qual, den Gang einzulegen. Jetzt kommt man auch, glaube ich, nicht mehr im zweiten Gang runter, sonst hätte er sicher runtergebremst. So, schauen wir mal, was so, ja, die Testfahrt ergeben hat. So, Kupplungsdruck, Lager. Ja, okay, da ist einiges im Arsch. Noch ein Punkt zur Verfügung. Weil dann würde ich gerne mal die hier verbessern, die Treiber. Da hätten wir wieder, beziehungsweise auch die Reifenprofil-Tiefenmessung. Da hätten wir wieder nämlich alles zur Messung freigeschaltet. Das wäre natürlich nice. Aber auch die Reparatur muss natürlich weitergehen. Also damit, dass wir die Teile endlich mal alle reparieren können. Dann würden wir auch wieder ein Super Plus schreiben hier. So, starten wir mal die Diagnose. Kommen wir mal runter, schauen wir mal. Alter Leute, der Wagen ist ja richtig im Argen. Für das alles so gut wie neu sein sollte, sind die Bremsen schon mal richtig im Arsch. Die Radaufhängung auch nicht mal 50% vorne. Was hat sie hinten? Ja, da ist einiges kaputt. Also ich kann jetzt schon mal garantieren, es wird teuer werden. Also, hui, muss man Film tauschen. Was haben wir jetzt schon mal alles gefunden? Wir haben unteren Querlenker, wir haben die Spursteine, wir haben den Spurstangenkopf, wahrscheinlich die Zahnstange ebenso noch.
Die jetzt dann meistens noch mit dabei. Die Liste ist lang. Die Mängelliste ist lang, Leute. Ja, fahren wir ihn mal hoch und dann machen wir das nächste Mal hier mit dem Wagen weiter. Beziehungsweise werden wir dann den auch noch ansehen. Der hat auch ein paar Mängel. Die Bremse sind schlecht, sowie einen lauten Auspuff. Ja, werden wir den dann vor dem machen hier. Wenn dir das Video gefallen hat, wäre natürlich trotzdem ein Abo und eine Weiterempfehlung super. Ich bin jetzt an dieser Stelle raus und ja, das nächste Mal geht es hier weiter mit dem Dodge Charger. Ich bin raus. Ciao, Leute.